Hallo Leute, Herr Motorradtourer, grüßt euch. Heute ist eine kleine Premiere und zwar fahre ich jetzt zum freundlichen Moto Guzzi Händler, zum Roland DS. Nachdem ich über die Wintertage ein Video vom Zonko gesehen habe, das ist ja der Papst auf 1000 PS und der sich da mit einem unterhalten hat, der auch eine V85 TT fährt. Und der das Fahrwerk mit dem Öhlins-Fahrwerk in höchsten, wirklich in allerhöchsten Tönen gelobt hat. Und der kennt sich sicher aus, weil der auch schon Rennen gefahren ist. Die Verlinkung von dem Video hier unten im Text. Und also wie gesagt, jetzt fahre ich mal hin, dann bauen wir das Ding mal ein. Und dann werde ich euch berichten, wie das Fahren mit dem geänderten Öhlins-Fahrwerk ist. Und zwar, es kommt was ganz Besonderes rein, nicht das Öhlins Fahrwerk von Moto Guzzi, wo da optional angeboten wird, sondern ein spezielles Federbein TTX 46, das vom Roland DS vertrieben wird. Also, seid gespannt, ich berichte. Bis daher. Viele positive Sachen, die ich über das Motorrad sagen kann. Also angefangen vom Originalfahrwerk ist schon wirklich gut. Öhlins ist natürlich, das muss ich wirklich, also das ist mir jetzt wieder so aufhören. Ich habe mir das geleistet oder ich habe mir gedacht, ich leiste mir das jetzt, ja, weil Corona und eh nicht auf Urlaub fahren und da habe ich mir gedacht, ja, dann tue ich halt das Urlaubsgeld, das ich mir ja selber auszahle als Selbstständiger, stecke ich halt in ein Öhlins-Federbein. Und ich schwöre, nach ein paar, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und man glaubt es nicht. Man glaubt immer. Obwohl das Originalfederbein nicht schlecht ist. Gell? Das Originalfederbein ist, Federvorspannung und Zugstufe zu verstellen. Das ist total okay. Das ist jetzt nicht so gewesen, dass ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, ich wäre da irgendwie unsicher unterwegs oder das wäre irgendwie schwammig oder nicht direkt oder so. Das hat alles gepasst. Aber ich habe mir dann gedacht, ja, ich leiste mir, mein optisch natürlich auch, weil das gelbe Federbein da gut dazu passt. Und du fährst und das ist einfach wirklich noch einmal, wirklich, du hast das Gefühl, das ist irgendwie so satter. Weißt du, das ist so ein volleres, du kriegst eine Rückmeldung, aber die Rückmeldung ist irgendwie satter. Die ist nicht so indifferent, sondern die ist sehr satt und gibt da einfach sehr viel Vertrauen. Ja. Und wo sie natürlich auch ist, immer, die haben natürlich auch immer ein bisschen ein sensibleres Ansprechverhalten. Ja, das ist natürlich wichtig. Ja. Ja, der große Vorteil ist natürlich, dass mein freundlicher Moto Guzzi Händler fast bei mir vor der Haustür ist. Das ist wirklich eine tolle Sache, sodass ich da schon draufschwingen kann und losfahren kann. Und dann ist das schon erledigt. Also jetzt auf dem letzten Weg zum Roland DS, meinem Moto Guzzi Händler, hier in Birkenlohe. Und ich denke, der Roland DS hat sich ja einen richtigen Namen gemacht in der Moto Guzzi Gemeinde. Der ist ja schon ewig lang Moto Guzzi Exklusivhändler bis vor 2 Jahren. Und seitdem hat er ja auch Aprilia dabei. Und jetzt lassen wir das Ding einbauen und dann werden wir sehen, wie sich das verändert. Also, bleibt dran! So, hier ist der Chef Roland DS. Der hat mir jetzt das Ding eingebaut. Perfekt. Ja, das Motorrad schaukelt sich einfach nicht auf und hat einfach optimale Dämpfung auch bei kleinen Eifederwege schon. Ja. Und das ist ja so, von Moto Guzzi gibt es ja noch das Original-Federbein. Also nicht Original, sondern das Original-Zubehör-Federbein von Öhlins. Ja. Was ist denn jetzt da der Unterschied? Weil ja das doch deutlich teurer ist, wie das Zubehörteil, was original angeboten wird. Ja, das Originale von Öhlins, das ist ja S46-Federbein. Das hat eben keine TDX-Technik, also die Twin-Tube-Technik. Und das ist einfach von der Federung her oder von der Dämpfung her nicht so gut wie das TDX-Federbein. Das heißt, man hat nicht so ein sattes Fahrgefühl und man kann das auch nicht so genau einstellen, die Zug- und Druckstufe, weil das immer ineinander einwirkt. Bei dem TDX kann ich die separat, die Druckstufe und die Zugstufe,
wirken nicht ineinander ein, sondern ich kann ihn genau separat einstellen, wie ich es haben will. Und bei dem S46, wenn ich in der Zugstufe was verstelle, tut sich automatisch auch in der Druckstufe das mit auswirken quasi. Ja, okay. Das kann ich mir nicht so genau einstellen. Und ich habe einfach nicht so das satte Fahrgefühl, weil ich einfach das Federbein bei geringen Wege hat es in den ersten paar Millimeter keine richtige Dämpfung, ja, so wie das genau, TDX. Genau, das mache ich halt sofort. Und dann macht dieses Federweg, das TDX-Federweg, das arbeitet einfach auf einem kürzeren Weg, viel effektiver. Das heißt, das Motorrad, das federt nicht so weit ein, schlägt dann auch nicht so weit raus, okay, macht nicht so viel Bewegung, also dann liegt das Motorrad einfach ruhiger, ja, bei dem TDX-Federweg. Das ist ein großer Unterschied von der Technik innen drin, was das Federbein natürlich auch deutlich teurer macht. Also Leute, überlegt euch das, bevor ihr 1000 Euro ausgibt für dieses Originalzubehörteil, gebt gleich die 1600 Euro aus, da kriegt ihr wirklich was absolut Vernünftiges rein und ihr könnt es wirklich fahrwerkstechnisch erstellt auch das 100% ein, also ihr habt das jetzt auf meine 60 Kilo eingestellt, das ist echt perfekt gelungen und der Unterschied heute Morgen gleich mal draufzusetzen, bin ich so frappierend, also das müsst ihr wirklich selber erfahren. Ihr könnt hier anrufen beim Roland, beziehungsweise immer besser eine Mail schreiben, weil ihr seht ja, er ist Techniker, der sitzt nicht den ganzen Tag am Telefon und wartet, bis ihr anruft, sondern der arbeitet. Und, aber ansonsten, die E-Mail-Adresse war info@das-mototech.de. Da schreibt er hin und fragt, was das Ding kostet, um die 1600 Euro, glaube ich. Der Einbau ist kein Problem, er kann das auch verschicken. Ja. Einbauen könnt ihr selber, das ist das, da muss ich jetzt nicht studieren dazu. Und ja, also, das war's vom Motorradtour. Ich freue mich, wenn ihr das Video anguckt. Ich freue mich, wenn ihr den Daumen nach oben macht und wenn ihr den Kanal abonniert, dann wird es sowieso. Und danke, Roland. Ja, vielen Dank. Ciao. Verbunden. Ganz spezielles Federbein eigentlich aus dem Rennsport, aber der Roland Däs hat es konfiguriert auch für die V85 TT. Und auch schon auf den ersten Meter merke ich, dass das wirklich eine ganz andere Sache ist. Eigentlich ist das ein ganz anderes Motorrad jetzt, weil die ganz anders abfedert hinten. Und jetzt zeige ich euch mal dieses Federbein, das Öhlins-Federbein. Schauen. So, hier ist es also sauber montiert, das sieht hervorragend aus und man sieht schon die Zug- und Druckstufe, könnt ihr hier separat einstellen, ich stehe im Licht, so, hier sieht man das und da vorne ist ja dieser Gasbehälter drin. Und da unten am Dämpfer erfolgt die Verstellung der Zugstufe. Und hier am Ausgleichsbehälter könnt ihr die Druckstufe verstellen. Was gibt es dazu zu sagen? Also zum einen, der Umbau oder Einbau ist natürlich denkbar einfach. Zwei Schrauben, altes Federbein raus, neues Federbein rein. Und schon hat man zweimal um 40-50% verbessert bei der Moto Guzzi. Also einfach eine ganz tolle Sache und wirklich ganz easy auch für eventuell selber Schrauber. Öhlins liefert mit diesem Federbein, neueste Federbein-Technologie. Es gibt im Moment nichts Neues oder nichts Besseres, was ihr eurem Motorrad antun könnt. Also speziell bei der V85 TT, vor allem im Zweimannbetrieb mit Gepäck, denke ich mal, ist da wirklich eine Verbesserung, die man so gar nicht beschreiben kann. Dieses Federbein spricht wesentlich besser an als das Originalfederbein, nimmt die Schwingungen raus, die ja bei dem Originalfederbein deutlich zu bemerken sind. Die Druck- und Zugstufeeinstellungen könnt ihr separat machen, nach allen Bedingungen, die ihr braucht und wollt. Der eine möchte es ja etwas härter haben, der andere etwas weicher, etwas softer. Der eine fährt zu zweit, der andere immer solo, der eine mit Gepäck ohne. Also da gibt es sehr viele Einsatzmöglichkeiten, die da immer wirklich hervorragend einzustellen sind.
Also selbst wenn ich die in der Garage schiebe, merkt man schon auf kleinste Bewegungen, wie das Federbein reagiert. Also das ist unglaublich, wie sensibel dieses ganze System das abwickelt. Das ist doch mal deutlich leichter wie das Original-Federbein. Idealerweise auch im Gelände fahren, das ist ein Gelände noch, hat noch mehr Vorteile wie eigentlich auf der Straße. Man muss es ausprobieren. Das ist natürlich immer, wenn man da so ein Video anschaut, wirklich gar nicht zu verstehen, was ich da laber, aber wirklich, das ist unglaublich, unfassbar, wie viel sich das Fahrwerk hier verbessert hat. Faszinierend. Ihr seht ja das auch bei den Fahraufnahmen, wie sich das eigentlich verhält. Wie gesagt, der Roland Dess, Firma Modotec, findet ihr im Internet oder bei Google, hat dieses Öhlins Federbein auf seiner Seite für den V85 TT. Kostet 1.607 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Ist also doch nochmal wirklich deutlich teurer wie das Original Monofederbein, das von Modoguzzi am Werk oder beziehungsweise optional angeboten wird, das um die 1.000 Euro kostet. Aber das muss man natürlich angucken, weil das hier, denke ich mal, auch vom Einstellbereich her natürlich nochmal wirklich deutlich besser. So, das war jetzt mal so grundsätzlich ein bisschen was zu dem Federbein. Ich fahre jetzt weiter und teste es weiter. Verbunden. Ja, ich muss auch sagen, jetzt habe ich ja diesen Schubert E1 auf der Birne. Und also Schubert, was die können, wirklich die Lautstärke in dem Helm, also das ist schon großes Kino, muss man sagen. Jetzt fahren wir mal ein bisschen schlechtere Straße. Um auch dort sagen zu können, funktioniert oder funktioniert nicht, aber es funktioniert natürlich. Also das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Hey, guck doch mal das an. Also ich sitze da ganz entspannt drauf. Da ist ja vorher, wo ich da vorher gefahren bin, fast das Gebiss rausgefallen. Und jetzt könnte es eher vorne, also vorne an der Vorderrad, wo ich da stand, in dem Fall eher 40% schlechter hinter, obwohl ja schon gut ist. Ich sage Roland, die Grundeinstellung, die hast du echt super gemacht. Genau auf mein Gewicht wahrscheinlich. So, jetzt bin ich auf der Hausstrecke und jetzt werden wir mal sehen, was das Ding kann. Der Dämpfer ist jetzt richtig warm und jetzt muss er zeigen, wie er sich verhält. Aber ich mag schon, perfekt bleibt der Kleber hinten. Thank you.
wenn er das jetzt auf dem Video anguckt, denkt er, hat er schlechte Arbeit der Berghof, du, aber glaubt mir, ihr müsst da hinten nachfahren, um das beurteilen zu können. Aber ich bin da schon tausendmal hochgefahren. Soll aber nichts bedeuten, der Übermut kommt nämlich vor dem Fall. Ach, das ist irre. Also ehrlich, du, das ist ja total irre, wie das Ding hebt. Da oben kommt jetzt der Kurv. Da haben wir in der Mitte einen Hecker drin. Da hat es mir vorher immer beim anderen Fehler bei immer ein bisschen ausgelupft. Hier, gar nichts. Gar nichts. Das macht richtig Spaß. Das war's jetzt schon. Leider. Könnt gerade zur Wetter gehen. Das ist irre. Also das hätte ich nie gedacht, dass die V85 mal ein sportliches Motorrad wird fast. Meine Kumpel sagen ja immer, dass die Leistung nicht ausreicht, aber ehrlich. Gut, ich war jetzt natürlich auch ein bisschen über dem Limit gerade, aber nichtsdestotrotz, die 86 PS langert auch locker aus, dass du permanent Führerschein gefährdet bist. Also da musst du auch immer auf der Tacho schauen, weil da bist du eigentlich immer zu schnell. Wegen dem, das ist schon okay, das Motorrad. Faszinierend. Das war's jetzt. Mein Video zum Umbau auf das Öhlings TTX 46 Federbein. Also ich habe es jetzt 2 Tage gefahren und bin wirklich voll des Lobes. Das ist eine derartige Verbesserung. Also ich kann es wirklich in Worten kaum beschreiben. Aber okay, da labert einer in so einem Video und man kann es echt schlecht nachvollziehen. Ich habe es wirklich nach dem Einbau sofort auf den ersten Meter gemerkt und ich bin jetzt kein Fahrwerksfreak, also ganz bestimmt nicht. Aber das ist wirklich, ja, wie der Roland vorher schon gesagt hat, das liegt einfach extrem satt auf der Straße und du merkst dahinter keine Einflüsse mehr, finde ich jetzt. Ja. Und auch, also ganz speziell da an meiner Hausstrecke über den Hügel da drüber, da habe ich immer beim bisherigen Federbein, wenn ich da sehr schnell oder ja relativ schnell war, habe ich immer gemerkt, dass die ein bisschen schwingen gekommen ist. Null, wirklich null. Das war's jetzt also, mein Fahrbericht mit dem Öhlins Federbein TTX 46. Ich bin ja so froh, dass ich mich dafür entschieden habe, weil das für mich einfach so eine gravierende Veränderung ist, das ist kaum zu glauben. Es ist für alle sicherlich der extremste Komfort, den man auf der Moto Guzzi V85 TT bekommen kann, ob alleine, zu zweit, mit oder ohne Gepäck. Dieses Federbein bekommt er exklusiv bei der Firma Mototec Roland Däs in Bürgenlohe, Moto Guzzi Händler. Könnt ihr im Internet mal googeln. Oder euer Händler kann das auch bei dem beziehen, wenn ihr das einbauen lassen wollt. Da gibt es dann auch die Papiere dazu. Also, jetzt bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, fürs Ansehen des Videos. Freue mich auf euren Daumen nach oben oder einen Kommentar und ein Abo wäre natürlich das Beste. Ich wünsche uns allen eine Top-Saison 2023 und immer sitzen bleiben. Euer Motorradtourer. Bis dann. Tschüss.